Herr Diplom-Ingenieur Schmerold, Sie haben in Ihrem Vortrag gesprochen über die Zukunft des Individualverkehrs. Meine Frage ist, für Sie eine Zukunft ohne Individualverkehr in irgendeiner Weise denkbar? Mein Bild der Zukunft ist eines, wo es nicht mehr diese starken Pole gibt, Individualverkehr auf der einen Seite und öffentlicher Verkehr auf der anderen Seite, sondern in meiner Zukunft vermischen sich diese beiden Pole zu einem gemeinsamen Mobilitätsangebot. Ich glaube, wir werden in 10 Jahren nicht mehr von diesen beiden Begriffen in der heutigen Form sprechen.